Einen wunderschönen Mittwochabend hier auf Speed Gaming Deutsch und willkommen zu einem weiteren Race aus unserem Link to Past Randomizer Tournament im Jahr 2022. Die Brackets haben begonnen, die Runde der besten 64 ist im Gange. Und wir haben heute das erste Race zwischen Yagamoth und Aster anzuschauen hier. Yagamoth hat seine Gruppe gewonnen mit 5:1 in der Gruppe R. Aster als Gruppenzweiter aus Gruppe. Wo hatte ich es gerade noch? Na, wo ist er denn? Da. Gruppe D. Gruppenzweiter hinter Illus geworden in Gruppe D, der Aster mit 4:2. Ja, ich bin gespannt. Zwei sehr erfahrene Runner, alteingesessene Namen, sehr weit gekommen schon in Turnieren. Ein hochklassiges Match, das wir erwarten können. Der Modus heute Key Sanity, das heißt, wir müssen neben den ganzen Items auch sämtliche Schlüssel finden, unter anderem den Big Key to Desert Palace, mit dem Yagamoth direkt im Sanctuary startet. Trotzdem 7-7, es müssen nicht alle Dungeons abgeschlossen werden und in diesem Turnier beim Modus Key Sanity zwei Besonderheiten. Erstens der GT Big Key, der Big Key für Ganon's Tower, immer in Ganon's Tower selber, und die beiden Castle Tower Small Keys, denen man Agar 1 machen kann, sind auch in ihren jeweiligen zugehörigen Truhen. Das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Ah, schöne Bushcrab hier für Yagamoth. Kriegt dort 4 Bomben raus. Tier 1 Triple gibt uns 5er Rubine. Der ist nicht ganz so gut, aber schon mal Bomben zu haben für Kakariko definitiv angenehm. Und wir haben das Powder beim Onkel auf Asters Seite gesehen. Oh, das war ein sehr schneller Lumberjack-Check. Da konnte ich es leider nicht genau erkennen. Aber er ist da jetzt auch auf dem Weg Richtung Lumberjack. Wird dementsprechend auch von dem Buschgraben seine Bomben holen. Geld aus dem Treepool holen. Vielleicht haben wir nochmal eine zweite Chance auf, zu sehen, was auf Lumberjack ist. Auf jeden Fall im Wald ein Small Key für Palace of Darkness. Einer von 6. 4 brauchen wir, um es voll zu clearen. 5 wäre angenehmer. Und war das ein Bogen? Oder ein Kompass? Oder eine Map? Ich konnte Lumberjack zweimal nicht erkennen. Ein Bogen wäre natürlich sehr, sehr interessant und oder unangenehm. Denn, wie gesagt, eine der beiden Besonderheiten, die Castle Tower Small Keys, eben im Tower selbst. Das heißt, sobald wir ein Schwert, ein Cape oder zwei Schwerter haben, könnten wir theoretisch Agar machen und dann mit den Boots uns den Bogen abholen. Das ist natürlich jetzt eine Aussicht, die man als Runner nicht so unbedingt gerne haben möchte. Aber gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall Yagamoth hier in Blindside Out. Schon mal durch gewesen, einen weiteren Pot Small Key bekommen, die Moon Pearl gefunden. Das ist immer sehr schön. Und wir haben auch einen Ice Rod aufgetrieben. Den werden wir heute schon mal nicht mehr suchen müssen. 300 Rubine im Brunnen, auch sehr nett. Kann man gleich den Bottle Vendor gut mit bezahlen und sich nochmal ein paar Bomben kaufen, wenn man möchte. Hera Small Key, die Lampe. Und wir hatten eine Flasche noch im Brunnen. In Blind Sideout. In dem Ice Rod.
Okay, gut los. Ich meine, Flasche sehr angenehm, kann man Sicket gleich noch mitchecken, wenn man schon mal hier ist. Hera Small Key, jetzt nicht das, was du unbedingt sehen möchtest. Hera Basement. Dauert lange, ist einzelner Check und ansonsten nicht sehr relevant, wenn da nichts Wichtiges drin liegt. Da ist man nicht unbedingt froh, in dem Key-Sentity-Modus den Small Key schon so früh zu sehen. Aber gut, jetzt haben wir ihn, jetzt müssen wir damit leben. Das war aber dann soweit Kakariko. Kein Hammer bekommen, das heißt, Powder kann es da jetzt nicht direkt checken. Während wir eine Map sehen auf der Library. Ja, mit dem Bogen, wenn wir frühe Boots bekommen und wir hier nochmal durchs Village gehen, vielleicht die Flöte aktivieren, könnte man eventuell unter Umständen die Karte nochmal abholen. Es ist hier nur 7-7, das heißt, wir brauchen nur die Crystal Dungeons, die Pendant Dungeons müssen wir nicht abschließen. Und dafür müssten wir natürlich aber erstmal wissen, was denn ein Crystal und was ein Pendant Dungeon ist. Ohne die Maps haben wir diese Informationen natürlich nicht. Yagamoth macht das Race Game direkt, findet dort nur einen Kompass und lässt den liegen. Es ist kein Boss-Shuffle, daher der Kompass für uns nicht sehr relevant. Schauen wir mal, ob er es da ebenfalls direkt ins Race Game geht, in Key-Sentity-Modi. Die meisten Runner neigen dazu, eher direkt reinzugehen, es nicht erst zu checken. Einfach aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass dort vielleicht eben ein Small Key ist oder so, den man so früh nicht mitnehmen möchte. Aber Esther geht checken und wird sich hier ein paar Sekunden sparen. Okay, Yagamoth schon am Damm angekommen, findet einen Meyer Small Key. Nicht großartig wichtig. Einer ist nett fürs Routing. Drei sind nötig, damit die beiden Firelock-Chests in Logik sind. Aber für den Abschluss von Mercy Meyer wird kein einziger zwingend benötigt. Nur drei extra Bomben im Brunnen, die Yagamoth aber nochmal mitnimmt. Nicht im Brunnen, im Damm. Und jetzt Mini-Moldom Cave mit Bomben. Wir hätten eine Biene, ich glaube, es ist nur eine normale, aber die könnte man nutzen. Yagamoth, leichte Probleme mit dem ersten Mini-Moldom gehabt, der sehr unglückliches Movement hatte. Hat es aber gefangen. Und kann jetzt die 5 Items hier auschecken. Mehr Geld, das ist okay. Und das Schwert, okay, das nimmt man mit. Ansonsten war jetzt mit dem Moldom Cave jetzt erstmal nicht so wirklich wichtig. Esther kriegt den ersten Mini-Moldom ein wenig besser hin. Dann aber dafür die anderen etwas mehr am Ausweichen. Oh, und jetzt auf die letzte Bombe runter. Kriegt es noch gerade eben noch hin. Und wird hier auch Bomben zurückbekommen, das ist das Wichtige. Kann das damit auch weiterhin Icewood Cave machen gehen, wenn er denn möchte. Oder über den Damm zu Agina, wo natürlich auch im Damm nochmal Bomben gewesen wären, falls man da noch nicht war. Yagamoth entscheidet sich für den Safe and Quit raus aus Icewood Cave, geht nicht für den Fake Flipper hier, den man durchaus hätte machen können. Wir haben die Moon Pearl, wir haben 600 Rubine, das heißt genug Geld für Sora, definitiv eine Option gewesen. Und in Key-Sentity-Modi gehst du jetzt erstmal nicht davon aus, dass du großartig viel skippen kannst, von daher wäre es durchaus eine Option gewesen, hier zu Fake Flippern. Schauen wir mal, ob Esther sich dafür vielleicht entscheidet. Yagamoth bleibt hier näher an der Logik dran.
Sora ja auch noch überhaupt nicht in Logik. Kein Handschuh, keine Flippers. Und Aster geht zurück. Das heißt, wir werden von Aster jetzt ein paar Flipper-Checks sehen. Schauen wir mal, was wir dort finden können. Yagamoth unterdessen schon bei Sahasrara. Oh. Pendant Swamp. Green Pendant Swamp. Oh. Buch öffnet uns ein Check in Desert und die Desert Ledge und das Cape gibt uns Zugang zu Aga, der vollkommen logisch ist und damit hätten wir auch schon Zugang zu Pot, wenn wir genug Geld hätten. Und ja, mit zwei Keys können wir dort auch schon drei Kisten locker rausholen in Logik. Es deutet sehr, sehr viel gerade auf den Agassit hin. Und das ohne den Bogen, der auf Lumberjack liegt. Ich bin auch mal jetzt gespannt, tatsächlich mit dem bereits vorhandenen Aga-Zugang plus Moonpearl und der Tatsache, dass jetzt das Buch in Desert jetzt auch nicht so extrem viel aufmacht, bin ich mal gespannt, ob wir hier vielleicht das ein oder andere frühere Aga-Play hier von einem Monster Runner sehen. Während Yagamoth hier noch Eastern erkundet. Wir sind erst dabei. Sora, was kriegt er fürs Geld? Oh, größtmögliche Abzocke. Ich habe leider nicht genau drauf geachtet, was jetzt in der Sora-Area war. Scheint aber nichts gewesen zu sein, was jetzt auf den Tracker gehört. Sieht auch tatsächlich nichts, was wir nicht schon gehabt hätten. Also ja, Flipper-Checks soweit könnte man sich sparen. Und ich meine, wir haben auch schon das Wissen, dass Swamp Palace pendant ist. Oh, sehr schöne Raumstrategie hier von Yagamoth mit der Bombe und dem Almkrug. Ja. Aber mit dem Wissen, dass Swamp Palace pendant ist, das ist immer so eine Sache. Wenn jetzt Swamp Pendant ist und Ice Pendant ist und die Flippers auf einmal in GT sind, ja dann, dann wären die Flipper-Checks nie nötig und dann könnte Yagamoth die vielleicht sogar ganz, komplett ganz auslassen. Wenn er hier in Logik bleibt. Das wäre natürlich eine nicht zu vernachlässigende Zeitersparnis. Aber schauen wir erstmal, was der Seed noch weiterhin von uns will. Jetzt auch bisher nichts Weiterhelfendes in Eastern gewesen. Ein roter Bumerang ist okay. Aber der hilft uns jetzt nicht konkret. Und auch die letzte Kiste in Eastern, nur ein roter Ruin. Ja, das heißt, unsere Optionen sind sehr stark eingeschränkt. Entweder wir gehen jetzt noch runter nach Desert mit dem Buch. Oder man geht dann vielleicht doch schon mal ins Schloss und möglicherweise Richtung Aga. Yagamoth natürlich noch nicht beim Onkel gewesen, hat den Senkstart gemacht. Yaga dann natürlich hier noch. Der ein oder andere Check mehr, den er hier abholen kann. Wir haben noch Front von Hyrule Castle. Wo allerdings auch nur die erste Kiste beim Blue Guard und das Dark Cross selbst in Logik sind. Alles weitere würde logisch gesehen den Hyrule Castle Small Key benötigen. Und Yagamoth hat mit dem einen Small Key, den der Blue Guard droppt, zwei Optionen. Entweder er geht zu Zeldas Zelle runter für die zwei Items oder er geht mit dem Small Key ganz hinten bis zum Back of Escape durch. Wo natürlich drei Items wären, aber der Weg ist bedeutend länger. Man käme mit einem Handschuh dann, sollte man den rechtzeitig finden, um einige schneller dorthin.
und ohne dass man den Key bräuchte. Okay. Eine Map für Turtle Rock. Nette Informationen für später. Jagermoth entscheidet sich, Richtung Zeldas Zelle zu gehen. Wie erwähnt, die beiden Truhen hier unten nicht in Logik, bis wir den Hyrule Castle Small Key gefunden haben. Also wir sollten jetzt nicht erwarten, dass hier etwas auftaucht, was direkte Progression wäre. Das erste Item ist ein Herzcontainer. Schauen wir mal, was Esther macht und geht auch Richtung Castle. Ja, wie gesagt, in Desert jetzt mit dem Buch tatsächlich eine Truhe machbar. Die Torch kann man ansehen und man hat die Desert Edge, die man abholen kann. Also das sind ein Sichtcheck plus zwei Items, die man mitnehmen kann, die jetzt durch das Buch aufgegangen sind. Die Dark World hat alleine mit Pot schon drei Items plus Pyramide. 4. Und mit dem zweiten Small Key kann man auch außerhalb der Logik noch eine ordentliche Menge mehr mitnehmen. Weil Jagermoth geht nicht direkt für Aga, sondern macht jetzt den Safe and Quit und geht dennoch oder geht trotzdem nach Desert. Wir haben noch Agina da, also auch da sind dann drei Items zum Abholen, plus 1. Schauen wir mal, ob wir vielleicht etwas finden, was uns noch von Aga wegbringt. Oder ob wir vielleicht unsere Boots finden, mit denen wir dann schon den Bogen mitnehmen könnten. Das wäre natürlich auch ganz angenehm. Okay, Agina. Hat einen Small Key für Ice Palace. Auch ein Ice Palace Small Key, jetzt erstmal nicht wirklich relevant. Eine kann ganz angenehm sein fürs Routing. Gerade wenn man noch keinen Cane of Somaria hat und Icebreaker machen kann. Und Esther setzt sich auf jeden Fall schon mal ein Death Warp auf, wird also zumindest noch da cross-checken. Ja, und ja, jetzt ist es noch genau ein Item in Desert, das Jagermoth mitnehmen kann. Das ist der Pilz. Ja, und wir haben den Handschuh auf der Torch. Okay. Jagermoth holt sich hier noch 5 Rubine. Ach, wir haben den Desert Big Key, natürlich. Okay, nee, never mind. Dann haben wir natürlich noch ein Item mehr, das wir hier checken können. Und das ist ein Master Sword. Und Esther, Dark Cross jetzt auch nichts gefunden auf den ersten Blick, was wichtig gewesen wäre, geht direkt zu Aga. Jagermoth mit dem Extra-Trip über Desert und damit ein Extra-Schwert ist aber auch auf dem Weg zurück Richtung Aga. Das heißt, Jagermoth jetzt hier mit dem leichten Vorteil in Castle Tower. Hat bereits ein Master Sword, damit werden gerade die Ball and Chain Guards hier bedeutend leichter gehen, aber auch sämtliche Gegner weiter oben mit der Möglichkeit, Tempered Sword Schaden zu machen. Mit den Spins viel angenehmer zu besiegen.
da sehen wir die erste von den beiden Besonderheiten dieses Modus in Aktion. Vanilla Castle Towers Small Key 1 und Vanilla Castle Towers Small Key 2. Die sind in diesem Turnier immer in genau diesen beiden Thronen. Okay. Ja, wir sehen hier dann doch schon diesen Unterschied, den das Master Sword gemacht hatte. Yagamoth jetzt nur noch 2-3 Sekunden hinter Esther, der mit ungefähr 15 Sekunden Vorsprung Castle Tower angefangen hat. Aber der Unterschied zwischen Master Sword und Fighter Sword an dieser Stelle im Spiel doch recht deutlich. Allerdings hier bei Aga wird das keinen Unterschied machen. Beide Runner haben dieselben Patterns. Solange niemand verfehlt, werden beide dieselbe Anzahl an Hits, an Spins, an Blue Balls und allem anderen möglichen haben hier. Einziger Unterschied, der am Ende sein wird. Yagamoth muss weniger Herzen und weniger Magie auffüllen als Esther. Das kann einen minimalen Zeitunterschied machen. Und was auch sehr interessant sein kann gleich ist, wie beide hier jetzt die Dark World angehen, nachdem sie nach Pot gegangen sind. Denn Yagamoth hat das Wissen um den Handschuh in Desert. Esther war noch nicht in Desert. Weiß dementsprechend nichts von dem Handschuh. Und die Boots könnten ihn dann vielleicht eher dazu bewegen, den Bogen abholen zu wollen, während wir hier Potkey Nummer 3 sehen. Damit können wir uns auf jeden Fall schon mal in den hinteren Teil von Palace of Darkness bewegen. Schauen wir mal, was wir denn hier so finden. Keiner unserer beiden Runner sollte meines Wissens nach eine Potion dabei haben. Das ist hier gerade durchaus relevant, denn wir haben zwei Truhen auf der Bolog-Seite, die man natürlich mitnehmen könnte, wenn man mit einem Potion-Camera-Unlock oder mit einem Mimic-Clip sich trotz fehlenden Bogens eben dorthin begeben kann.
Erste Kiste in Port ist ein Schild. Da würden unsere beiden Runner, glaube ich, den lieber wieder direkt zurück in die Kiste legen. Richtig haben wollen möchte man den nicht. Auch hier kleiner Unterschied in der Herangehensweise. Ja, während wir hier den vierten Pot Small Key sehen, nicht wirklich überraschend. Der öffnet uns definitiv logisch ohne jede Frage hinten weitere Truhen. Oh, und wir haben Esther auf dem Weg Richtung Bolok-Seite und Yagamoth hinterher. Also doppelte Mimic-Clip in Kong. Unterschied hier auch schon wieder. Esther nimmt die Töpfe zur Hilfe, um die Green Mimics zu besiegen. Yagamoth kannst du einfach mit einem Master Sword Spin machen. Und wir sehen auch hier zwei unterschiedliche Versionen des Mimic-Clips. Ah, Yagamoth hatte, glaube ich, schon mal seinen geschafft und den Mimic dann wieder rausgeklippt. Ja. Buffer lässt bei Yagamoth und man hat gesehen, wie viel schneller das Ganze ist als die gebufferte Version, die aber durchaus konstanter machbar ist, denn das Ganze mehr oder weniger ein frame-perfektes Movement. 7 oder 8 Mal hintereinander, wenn man sich das zutraut, Buffer lässt. Kann man das gerne machen. Esther hat das Ganze hier eben mit der Hilfe des Pause-Menüs sich einfacher gemacht. Das hat natürlich aber auch im Vergleich dann ein wenig länger gedauert. Okay, Yagamoth gibt hier sogar den Schlüssel direkt für die Vanilla Big Key Chest aus. Esther geht erstmal nach hinten. Und das hat sich nicht so unbedingt für Yagamoth gelohnt. Wichtig zu wissen, die Truhen, die Yagamoth gerade gecheckt hatte, logisch hinter 6 Pot Small Keys. Das ist in der Regel die Truhe, die die meisten Runner in Pot erstmal auslassen werden. Um die anderen zu checken, damit man sich eben halt eventuell den 1 Small Key aufbewahren kann, um eben zum Boss zu kommen. Und da haben wir den ersten Handschuh. Und die Flöte. Das heißt, wir haben jetzt 2 Checks auf dem Berg. Wir haben Catfish und wir haben Zugang zu Back of Escape. Okay, und Esther entscheidet sich dazu weder. Ja, Moment, überlegt es sich jetzt gerade wohl doch anders und geht doch nochmal harmless Hellway checken. Yagamoth wird das nicht können. Yagamoth hat dazu. Oder hat es doch schon gemacht. Oder hat es schon gemacht, ja. Oder nee, hat die Tür aufgemacht, aber noch nicht gecheckt, sondern erst unten. Oh, hier aber der Unterschied. Yagamoth wird jetzt noch einen weiteren Pot Small Key finden müssen, um Pot abzuschließen. Sollte denn Pot nötig sein. Und den Hammerjump bei Esther gesehen haben und jetzt auch von Yagamoth. Damit kommt man in Stark Maze ohne einen Small Key auszugeben. Finden die Map von Easter, nachdem wir schon den Kompass gefunden haben. Big Key für Swap. Ja, das ist kein Big Key, den man froh ist, jetzt zu sehen, wenn man hat immer so ein bisschen die Hoffnung, dass man Swamp vielleicht nicht so sehr betreten muss. Und andere Big Keys wären definitiv weit wichtiger. Okay. So, und Esthers großer Vorteil könnte jetzt potenziell hier sein, dass Esther den Small Key ausgeben kann. Die Vanilla Big Key Chest checkt
Und dann, wenn er sieht, dass das ein roter Rubin ist, ein Hard Reset machen kann, den Small Key zurückbekommt und damit immer noch einen Small Key hat, mit dem er den Boss machen könnte. Und ja, da ist der Hard Reset. Er ist da. Hat sich sein Handschuh und seine Flöte aus Pott geholt und hat alle Checks gemacht, die Jagamoth auch gemacht hat. Hat aber einen Schlüssel mehr. Und okay, Back of Escape mit Quake, den Boots und dem Big Key für Thiefstown. Das heißt, wir können uns auch jetzt direkt den Bogen abholen. Auf dem Weg, die Flöte zu aktivieren, das ist natürlich super angenehm. Aber da ist jetzt eben der entscheidende, interessante Punkt. Was macht Aster mit der Flöte? Denn ich kann mir vorstellen, Jagamoth ist sehr daran interessiert, seine Mütze abzuholen. Für Aster. Hotkey 5 in den Bonk Rocks, das heißt, Jagamoths Problem mit Potkeys hat sich auch wieder sofort in Luft aufgelöst. Mehr. Für Aster wird halt wirklich die Frage sein, was mit der Flöte anstellen, denn man könnte auf den Berg gehen. Okay, mit den Boots natürlich noch ein Check mehr in Desert offen für Aster. Aster geht auch direkt auf den Berg, ohne die Flöte zu aktivieren. Finde ich eine interessante Entscheidung. Wir sehen, Jagamoth gibt den Pilz ab. Für einen Skullwood Small Key. Auch da, einer ist nett fürs Routing, aber nötig ist eigentlich absolut keiner, den Dungeon abzuschließen. Ja, und Jaga auf das zweite Mal nach Desert. Mit dem Mitz lässt sich doch viel mehr machen. Da hat man nämlich Dark World Access. Dessen erster auf dem Berg. Specrock, nur 3 Bomben. Alte Mann. Nichts Wichtiges. Und in Specrock auch nur ein 20er. Ja, also 2 Möglichkeiten für Erster. Desert oder Catfish. Und Aster sagt sich, er geht erst zu Fisch oder auch nicht. Ja, da glaube ich jetzt so ein bisschen Unentschlossenheit bei Aster. Zweimal hin und her überlegt und jetzt doch wieder auf dem Weg, die Flöte zu aktivieren. Vielleicht eben so einen Moment aus den Augen verloren, dass man ja auch die Flöte bekommen hat. Jetzt aber aktivieren gehen, Jagamoth unterdessen. Zum einen auf den Weg, oder sich zum einen die Mits abgeholt, zum anderen auf den Weg zu Lanmo. Noch nicht in Logik. Logisch bräuchten wir auch noch den Desert Pill Small Key. Aber es wäre schon mal ein erster Dungeon, den man abschließen kann, zumal Jagamoth gerade auch schon gesehen hat. Eastern Palace, ebenfalls ein, oder ist ein Crystal. Und Desert Palace haben wir noch keine Map für. Aber wenn man die Boss schon mal machen kann, es könnte ein Crystal sein. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass es ein Crystal ist, dann kann man natürlich jetzt auch schon mal reingehen. Wir haben den Ice Rod, macht denselben Schaden wie die Fire Rod, allerdings die Projektile etwas langsamer, dass wir damit umgehen können. Ja,
sehr starker Fight eigentlich von Yagamoth, aber der letzte war einfach schlicht nicht möglich zu treffen mit zwei hintereinander. Drei Bomben vom Desert Boss und einen Crystal. Erste Crystal nach 34 Minuten für Yagamoth. Und er ist da. Dicht auf den Fersen wird jetzt hier gleich die Mütze auf der Torch sehen. Findet hier noch den Pilz. Oh, Map-Check. Jetzt leider nicht drauf geachtet, wo Informationen war, die wir noch nicht hatten. Das wäre Turtle Rock. Polen Crystal. Und Esther ohne Desert Palace Big Key? Oh, no. Wohl verschlafen, geht nämlich nochmal zurück. Ist auch auf dem Tracker nicht angezeigt, aber ich bin ziemlich sicher, dass Esther den eigentlich haben muss, denn der hätte irgendwo sein müssen. Wenn Jager noch den hatte. Und es gab eigentlich nichts, was Esther jetzt ausgelassen hätte. So, dann auch Master Sword für Esther. Und wird jetzt ebenfalls dran machen, Lanmo zu legen. Währenddessen ist Yagamoth schon mal in die Maya-Area geflogen und hat herausgefunden, dass wir Maya heute mit Quake öffnen. Und hat sich gesagt, ja, gehe ich doch mal direkt rein. Kann ich 6 Items abholen. 4 davon auch absolut in Logik. Es ist Key Sanity. Und so wirklich große, tolle Alternativen, was Dungeons betrifft, hat man momentan nicht. Klar, es gibt noch die ganze Overworld-Route rund um Village of Outcasts und Skywoods, wo auch eine Menge Items drin sind. Aber ohne Hammer möchte man halt auch Thiefstown nicht so weit spielen. Wir haben schon den Big Key. Ja, man möchte vielleicht noch den Small Key für Thiefstown, dass man die Big Chest nicht zurücklassen muss. Generell fast alles, was wir jetzt machen könnten, wäre mit dem Hammer einfach etwas schöner. Also warum nicht schon mal in Maya reinschauen? Vielleicht ist es ja am Ende sogar ein Pendant und wir müssen eben gar nicht zum Boss. Sondern können hier einfach nur ein paar Items rausholen. Ja, und auch er ist da sehr starker Lanmo-Fight mit dem Ice Rod. Allerdings anscheinend einen Schutz wenig oder wollte nicht dafür gehen. Geht für 2 Master Sword Spins, aber auch dort. Der erste Crystal in den Händen. Auf Firelock-Seite relativ uninteressant. In Maya. Da geht jetzt noch Super, wobei ich sage schon, Agina machen. Auch da aber, glaube ich, nichts zu allzu Relevantes drin. Und wir haben den Big Key für Turtle Rock. Also der Maya-Dip war auf jeden Fall schon mal nicht komplett sinnlos, denn jetzt auch auf dem Tracker eingetragen, Turtle Rock offenbar ein Red Crystal. Das heißt, den Big Key werden wir definitiv brauchen. Esther gibt auch den Pilz ab. Sich eine Potion dabei kaufen. Geld haben wir. Esther hat Sora schon bezahlt. Hat Pot schon geöffnet. Gibt also nicht mehr viel Geld, das er noch braucht. Und Tempered Sword in Maya. Letzte Kiste für Yagamoth, die er mitnehmen kann. Ein GT Small Key, der mehr oder weniger irrelevant. Wir brauchen 2 Small Keys, um GT Full clearen zu können. Das könnte vielleicht interessant werden, wenn es um den Big Key geht. Aber in der Regel findet man eigentlich immer auf dem Weg
mindestens ein oder zwei GT Small Keys. Von daher, so frühe GT Small Key eigentlich absolut nicht hilfreich. Dennoch, ganz wichtig halt eben, dieser Turtle Rock Big Key, den Yagamoff gefunden hat, der könnte interessant werden. Ist er erstmal nicht nach Maya rein? Während Yagamoff auf dem Weg Richtung Skullwoods ist, schauen wir mal, ob er es da folgt. Sie sieht stark danach aus. Oh, und ja, jetzt, wo es mir schon im Chat gesagt wird und ich nochmal auf den Tracker geblickt habe, der Kane auch in Maya. Oh, das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, Yagamoth wäre eh nur ein Maya-Biki davon entfernt gewesen, Maya direkt abschließen zu können. Aber ja, das heißt, ohne Mystery Maya zu betreten, wird man heute nicht nach Turtle Rock reinkommen. Und jetzt sehen wir hier auch gerade schon einen Turtle Rock Small Key. Oh, das kann interessant werden, denn je nachdem, wo der Maya-Biki ist, Maya vielleicht halt ein Dungeon, wo man eben nicht reingehen möchte, solange man den Kane noch nicht gefunden hat. Wobei das natürlich in Key Sanity etwas ist, wo man viel größere Vorsicht vornehmen sollte. Es sind einfach wesentlich mehr Items in Maya möglich. Und wir hatten einen sehr frühen Zugang. Und ja, da kuschelt erst einmal mit dem Gipto, der bisschen schneller war, als er das vielleicht wollte. Letzte Truhe in Skullwoods. Blieb damit eben verwehrt. Und er geht nochmal kurz von oben rein, nimmt den Saving Quid raus mit den Mits. Der Weg in die Dark World zurück. Natürlich nicht so weit, auch gerade mit der Flöte. Das heißt, kann man schon mal machen. Und sag mal, ist hier überhaupt vernünftig randomized worden? Also wir hatten jetzt schon einen Somaria in Maya. Wir haben jetzt einen Fire Rod in Skullwoods. Also ich hoffe mal, unsere Runner werden den Hookshot nicht brauchen, weil der ist wohl in Swamp, wenn das so weitergeht. Auch der Handschuh in Desert war Vanilla. Gut, Thief Town kann nicht passieren mit dem Vanilla-Item, denn den zweiten Handschuh hatten wir außerhalb gefunden. Ein Vanilla-Bogen wäre auch noch möglich in Easter. Vanilla-Hammer in Pots haben wir noch eine Kiste mit dem Big Key, theoretisch möglich. Ah. Oh, und er ist da nicht nach Skullwoods reingegangen. Geht erstmal Richtung Wildschirm Outcast und schauen wir mal, ob er jetzt vielleicht Thiefstown betritt und wie weit er das Thiefstown spielen möchte, denn wir haben den Thiefstown Small Key gerade auf der Motte gefunden bei Yagamoth. Oh, nur noch ein Herzteil hinten in Skullwoods. Während er da jetzt die Map für Misery Maya schon mal gefunden hat. Ein Big Key für Palace of Darkness. Okay, ich habe gerade eben noch von dem Hammer gesprochen, der noch ein Pot sein könnte. Ich habe nicht gemeint, dass das jetzt passieren soll, Spiel, ne? Ich bin nur die Optionen durchgegangen. Sp-
Beagle in Port, in TT, gibt uns jetzt natürlich ein wenig mehr Möglichkeiten. Wir haben Zugang zu Hera, wir haben K45 und Graveyard Ledge, die jetzt checkbar sind. Wenn Diagomon dich jetzt auch nochmal kurz den Potsmolki abgeholt hat, der irgendwie ein bisschen liegen geblieben ist. Und Esther geht erstmal nicht weiter in Thiefstown. Was ja auch durchaus nachvollziehen kann, jetzt gerade eben auch noch mit den Mits, die Smith-Chain, also Schmied und Purple Chest, wesentlich einfacher machbar geworden. Außerdem können wir mit dem Spiegel jetzt das Powder checken gehen, auch ohne Hammer. Also momentan nicht so viel Grund für Esther, jetzt in Thiefstown reinzugehen, ohne Hammer, ohne Thiefstown Small Key. Wo dann eben nur eine einzige Truhe überhaupt in Logik ist. Auf Yagamoths Seite bin ich jetzt viel eher gespannt, ob er nicht vielleicht sogar schon direkt durchgeht. Auch ohne Hammer. Port Big Key für Jagger. Schauen wir mal, was wir denn heute auf den Schmieden haben. Nur drei Bomben. Heute also eher eine Feuerwerksmanufaktur hier. Esther geht die Magic Bed checken, wird dann die Purple Chest abgeben gehen mit der Flöte. Ah, auch Magic Bed, nur drei Bomben. Mit einer Cape-Deaktivierung, die durchaus problematisch hätte werden können. Die ein bisschen anders getimed gewesen wäre. Aber ja, Yagamoth geht tatsächlich durch hier in Thiefstown. Schauen wir mal, ob er hier was Interessantes findet. Und schauen wir mal, was Esther macht, der jetzt auf der Purple Chest auch nichts gefunden hat und jetzt vielleicht Richtung Hype Cave aufbricht oder doch jetzt Skull Woods betreten geht und dort seinen Fire Rod findet. Nee. Das sieht nach dem Weg Richtung Hype Cave aus für Esther. Okay. Blindzelle. Der nächste Check für Yagamoth, während Esther uns K45 zu sehen gibt. Big Key für Tower of Hera. Hera mit dem Spiegel erreichbar, mit dem Big Key Hera full clearbar. Bin mal gespannt, ob das Yagamoths nächste Anlaufstelle wird. Oder ob Yagamoth hier erstmal noch den Rest von Wildschwoutcast Richtung Hype Cave zu Ende cleared. Auf jeden Fall sehen wir noch einen Maya Small Key. Und Esther wollte schon unten rumgehen, sagt sich dann, nee, lieber oben rum, kann man noch über den Bomb Shop gehen, einmal die Red Crystals in Erfahrung bringen. Wir wissen ja schon, dass einer ein Turtle Rock ist, das weiß auch Esther. Der zweite ist Hera. Das heißt, wir sind tatsächlich auch nur ein Hammer und zwei, also logisch gesehen drei Turtle Rock Small Keys
entfernt davon, die Red Bomb machen zu können. Lab für Thieves Town. Leider gerade nicht drauf geachtet, was Thieves Town war. Scheint wohl ein Pendant gewesen zu sein. Da geht das Bombus-Tablet noch checken. Während auch Iagamoth jetzt hier Richtung DGG geht und dann wahrscheinlich Schmied abgeben. Purple Chest und... Magic Bat. Checken geht. So, er ist auf dem Weg zurück in die Maya Area. Wird jetzt wohl Maya betreten. Kein Maya Big Key bisher aufgetaucht. Das heißt, Erster wird diesen Dungeon ebenfalls nicht abschließen können. Wird dafür aber Cane of Sumaria und Turtrock Big Key finden, was relativ wichtig ist. Denn wir sind tatsächlich, wie gesagt, nur zwei Turtrock Small Keys und einen Hammer davon entfernt, den Dungeon abschließen zu können. Und wir sehen auch bei Esther, vielleicht hat er das gerade schon mit der Map in Erfahrung gebracht, Maya, unser letztes Pendant. Das ist vielleicht auch so sein Grund zu sagen, ja, warum auf den Big Key warten? Brauche ich doch nicht. Schauen wir mal einfach, was ich hier abgreifen kann. Hat er auch schon einen zweiten Maya Small Key bekommen. Das heißt, gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier eben was in Logik ist, was er brauchen könnte. Und ja, wahrscheinlich die absolut richtige Entscheidung. Allerdings natürlich noch kein Fire Rod. Ja, wird interessant sein, wann Esther jetzt sich entschließt, Skull Woods zu betreten. Denn, wie gesagt, da liegt der Fire Rod, ja. Wir haben jetzt Informationen über alle drei Pendants. Ja, Erster weiß von Swamp, weiß definitiv von Maya. Und kann auch definitiv von Thieves Town wissen. Nach der Map in Hype Cave. Und ja, war jetzt ebenfalls Richtung Hype Cave unterwegs. Erster mit dem Turtle Rock Big Key. Finde das Tempered Sword. Und wird dann auch sehr froh sein über den Sumaria. Okay.
Okay, und da ist dann noch Checkerboard Cave, während Jagermoth jetzt Hype Cave betritt. Falls den Cane of Burner mitnimmt, der hier war. Und er ist da ebenfalls unterwegs nach Thiefstown ohne Hammer und entscheidet sich wohl gerade spontan um. Und geht auf den Berg Richtung Hera. Dorthin ist Jagermoth ebenfalls unterwegs, wie es scheint. Und da ist tatsächlich der Hammer in Hera. Das heißt, kann man hier direkt noch ein Crystal abschließen, ein Red Crystal dazu, kann direkt auf die rechte Seite weitergehen auf dem Berg. Und Esther sagt sich, nö, keine Lust, Hera weiterzumachen. Hat den Hera Biki wohl noch gar nicht abgeholt? Wo war der denn noch gleich? War der mit in Skywoods? Oh, das ist natürlich, Oh, ne, die Fee auch echt gemein zuerst, da fliegt halt einfach mal komplett weg vom Screen, wie sie es dann hier auf Mountain gerne nochmal macht. Ach ja, in TT war. Ach so, natürlich, Thiefstown war ein Pendant. Deshalb vielleicht erst gesagt, ja, vielleicht muss gerade nicht unbedingt sein, lieber Hera machen. Ah, Potkey Nummer 6. Ich denke mal, da werden wir auch ziemlich bald den Abschluss von Pot sehen und... Oh. Flippers in Hera Big Chest. Das ist ein unangenehmes Placement, aber erstmal nichts, was jetzt zwingend problematisch sein müsste für Aster, denn Ice Palace, ja, ist Crystal, das heißt, die Flippers müssen logisch irgendwo sein vor GT. Aber brauchen würde Aster sie für Ice nicht und Swamp Palace wiederum ist ein Pendant. Wenn wir da nie rein müssen, dann brauchen wir die Flippers halt einfach nicht. Schaufel in Paradox Cave, der Swamp Palace Small Key. Okay, jetzt allerdings wird es langsam unangenehm. Weil jetzt mit dem Swamp Small Key könnten wir tatsächlich doch schon die ein oder andere Kiste machen in Swamp und wir haben den Big Key ja auch schon.
Zweiter Swamp, Swamp Palace, zweiter Ice Palace, Small Key, noch in Spy Cave. Ja, und die große Frage jetzt für Esther, was tun? Und Esther fragt sich eben genau das, überlegt einen Moment und geht wieder in die Dark World bei Village of Outcasts. Geht er runter oder geht er hoch? Das wird hier interessant sein. Hoch wäre besser, denn dort liegt der Fire Rod und der Thieves Tower Small Key folgend auf der Motte. Und Esther macht genau das. Während Yagamoth sich Richtung Eispilz aufmacht. Mein Fire Rod Kane. Wir können 7 von 8 Truhen mitnehmen. Und, oh, wir haben wohl den Skullwoods Big Key irgendwo auf dem Mountain bekommen. Und da war der Eastern Big Key in der Skullwoods Big Chest. Das könnte jetzt natürlich ein sehr interessanter Vorteil sein für Esther, denn Yagamoth hat Skullwoods schon komplett freigeräumt, bis eben auf diese Big Chest. Die liegt für ihn jetzt so ein bisschen einzeln darum. Und es ist fraglich, wann Yagamoth da jetzt nochmal wieder zurückgeht. Esther hat gerade den Fire Rod gefunden. Keine Magie mit einstecken, muss vielleicht einmal kurz gucken, dass er welche findet, aber hat eine Blue Potion dabei, wird die jetzt dann wohl nehmen. Ja, dieser Eastern Palace Biggy wird wichtig werden. Die Eastern Palace ist ein Crystal und Jaga? Heute kein Icebreaker? Oh, oder nicht? Sehen wir heute halt einfach den Ice Palace Bomb Jump. Und Yaga denkt sich gerade, muss vielleicht nicht so rum sein. Holt sich den Small Key noch von der Qualle und geht dann aber wieder raus. Scheint ihm wohl doch aufgefallen zu sein. Moment, da gibt vielleicht eine sinnvollere Variante, diesen Dungeon zu spielen. Gerade auch mit Ice Palace Bomb Jump ohne den Big Key. Hin und her. Sehr schöner Icebreaker von Yagamoth. Esther gibt uns einen kurzen Pet-Check. Heute nur ein wenig Feuerwerk drauf. Dann sagt sich Esther, kann Pot abschließen, ich kann Eastern abschließen, beides sind Crystals, tue ich das doch einfach mal. Und ganz ehrlich, je länger ich mir gerade Esthers Tracker anschaue,
desto mehr ist da halt wirklich nur noch die Sache, viel braucht er es da eigentlich gar nicht mehr. Zugang zu Turtle Rock, was wohl das Aether-Medaillon ist. Und zwei Turtle Rocks Monkeys. Das ist alles, was Aster braucht. Ja, und den Hookshot tatsächlich. Oder den Herabiki, eines von diesen beiden. Er muss Hera abschließen können. Weil im Chat gerade nochmal die Frage nach dem GT-Wiki aufkommt. Beide Runner wissen, dass der sich in GT befindet. Wo nicht, aber dass er da ist, das ist in diesem Modus garantiert. Daher gibt es weder Grund, nach dem GT-Wiki außerhalb noch zu suchen, noch irgendeinen Anreiz dazu überhaupt. Denn alles, was du bräuchtest, um GT zu clearen, auf der Suche nach dem Big Key sind zwei GT Small Keys. Dann hast du genug, um die ganzen Tower zu machen. Das haben beide Runner bereits. Da müssen sie sich keine Sorgen mehr drum machen. Ja, haben die Boots, haben den Fire Rod, haben Sumaria. Der Hookshot ist optional. Zumindest für einen bestimmten Teil der Runner. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Aster zumindest den Moldon Bounce in seinem Repertoire hat. Selbst wenn er nicht hovert. Wie es um Yagamoth steht, kann ich nicht exakt sagen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Yagamoth mit der Erfahrung, die er hat, eines von beiden könnte und keines von beiden ist nötig, denn da hat Yagamoth den Hookshot aufgetrieben. Aber auch das wieder so eine unglückliche Position für Aster. Hat gefake-flippert, aber eben nicht zu Hobo gegangen. Der Hobo ist jetzt für Aster doch sehr isoliert und ohne Flippers möchte er da nicht hingehen. Aber die Flippers sind in Hera, da möchte er ohne Hookshot nicht hingehen oder ohne Herabiki. Aber der Herabiki ist in Thiefstown und Thiefstown ist Pendant und da möchte Aster nicht hingehen. Und irgendwie ist alles ziemlich blöd. Jaga, aber hier ganz wichtig, holt gerade seinen Eastern Palace Big Key. Ja. Keine Crystal Dungeons mehr, die er gerade vernünftig abschließen kann. Ja. Hätte Pot machen können, aber da ist nicht mehr viel drin. Eastern Palace ohne Big Key nicht möglich. Und hat sich gedacht, ja, gehe ich doch mal hier kurz Skullwoods Big Chest abholen. Hab den Big Key jetzt gerade bekommen. Kann ich hier noch Bumper Ledge mitnehmen, Graveyard Ledge. Vielleicht zu Catfish. Und dann, denke ich, wird sich auch Yagamoth daran machen und Eastern abzuschließen. Und ja, auf Yagas Seite ist es halt wirklich nur noch Aether und diese zwei Tutrock Small Keys. Die fehlen. Eastern Palace ist ein Big Key, nur ein Herzcontainer. Und Jaga geht die Route weiter Richtung Catfish. Thank you.
Und wir Esther dabei sehen konnten, wie er wie er die Armos Knights besiegt und sich sein Crystal abholt. Small Key für Desert auf Catfish. Das wären doch mal zwei schnelle Checks in Desert, die Jaga machen könnte. Und Jaga sagt sich, hey, ich habe jetzt die Flippers, ich kann die Flipper-Checks machen. Bin eh schon hier bei Catfish. Ja, spielt halt Key Sanity so, wie man Key Sanity spielt. Cleart hier schön alles sauber runter. Wird jetzt hier nichts finden. Aber dann kann er das auch gedanklich abhaken. Ja, und sieht so aus, als ob Aster jetzt vorhätte, Richtung Eispilz zu fake-flippern. Schauen wir mal, ob er Hobo noch mitnimmt hier in der Position. Sieht aber nicht danach aus. Ja, das ist nämlich jetzt eben die Sache. Der Hobo hier wäre für Aster sehr wichtig. Denn selbst wenn Aster den Hookshot nicht für GT braucht, momentan bräuchte er den Hookshot, um Hera abzuschließen. Außerdem würde der Hookshot natürlich Hookshot Cave Items öffnen. Da könnten halt nötige Todrock Smokies drin sein oder ein Ether. Ja, dann geht es Pot Eastern machen. Esther wird sich um Ice Palace kümmern. So, es wird jetzt hier gerade nicht viel Neues passieren. Beide Runner natürlich mit den Sachen, die der andere jeweils schon gemacht hat. Das heißt, das wäre die gute Gelegenheit, falls man es noch nicht tut, den beiden Runnern einen Follow da zu lassen. Er ist da sehr, sehr starker Super Metroid-Spieler auch, spielt viel Combo-Miser. Also wer da neben Link to the Past Rando auch gerne noch ein bisschen Metroid-Action hat, ist Aster definitiv eine gute Anlaufstelle. Und Jagamoth auf der anderen Seite streamt sehr vielfältig. Bin gar nicht so sehr im Bilde, was Jagamoth alles streamt, aber wenn man es streamen kann, dann hat es Jagamoth wahrscheinlich schon mal getan oder tut es. Von daher ist ein Follow auch dort definitiv nicht fehl am Platz. Gleich wird es allerdings für Aster auch wieder interessant werden. Wofür entscheidet er sich als nächstes? Er hat 4 Items in Pendency Stone, die er abschließen kann. Er hat 1. Ah ne, gar nicht wahr. Swamp ist gar nicht eine Option für Aster ohne Flippers. Never mind. Dann kann er ja fast nur nach Thieves Town gehen. Ja, also das ist jetzt halt eben der entscheidende Punkt. Thieves Town oder Hobo für Aster. Weil Hobo gäbe Aster die Möglichkeit eben
zu sagen, er geht Hera und Hookshot Cave machen. Und schaut dann schon mal vielleicht, ob er Aether findet und Third Rock machen kann. Andererseits, ohne Flippers kann er es dann nicht nach Swamp und Swamp ist voll clearbar auf Yagamoths Seite. Und das sieht stark nach Tiefstand aus. Das wird Aether den Hera-Big-Key geben. Damit kann er Hera clearen, wird die Flippers finden und auch damit dann Swamp spielen. Aber auch da dann wieder, ohne Hookshots erstmal, wäre Swamp natürlich relativ unattraktiv. Und Yagamoth hat jetzt gleich mehr oder weniger nur eine Option. Ja. Also technisch gesehen hat Yagamoth zwei. Und zwar drei Items in Hookshot Cave oder 10 Items in Swamp. Ja. Tiefstone Big Chest tatsächlich. Ist noch die eine interessante Sache, jetzt wo das im Chat auch nochmal steht. Ist natürlich absolut korrekt. Die konnte Yagamoth nicht checken, als er da war. Aether kann sie jetzt mitnehmen, weil er so lange gewartet hat, bis er Dependency Strong gemacht hat. Das wäre natürlich jetzt sehr interessant. Aether wird den Hera Big Key bekommen. Das heißt, der Hookshot ist nicht mehr zwingend nötig, wenn in Hookshot Cave nichts liegt. Und oder einer oder beide hovern können. Beziehungsweise Aether hovern könnte. Aber es kommt sehr, sehr stark darauf an, wo dieses Aether-Medaillon jetzt auf uns wartet. Weil wenn ein Turtle Rock Small Key in Turtle Rock in Swamp ist, das wäre nicht so schlimm für Aether, sofern er die beiden anderen finden kann. Und Yaga geht nochmal zurück für Desert die zwei Items rechts. Ja. Deepstone Big Chest, nur 50 Rubine. Die werden nicht gebraucht. Klar. Die zwei Items hier auf der Seite, rechten Seite habe ich natürlich etwas ausgeblendet. Macht natürlich Sinn für Yagamoth, die noch mitzunehmen. Ja, Aether wird jetzt Hera machen. Und hat anscheinend irgendwo wohl noch einen zweiten Turtle Rock Small Key her, laut Tracker. Auch das Pendant für Aether. Der allerdings weiß, dass das Pedestal nichts Relevantes hat. Oh, und Yaga wird zu viel flöten, gehe ich stark davon aus. Oh, nee, Yaga geht auf den Berg, okay. Geht für Hookshot Cave. Möchte Swamp Palace halt einfach nicht betreten.
Okay, Hookshot Cave für Yagamoth. Oh, der ist da fällt bei der Big Chest. Ew. Da geht's doppelt runter und das war Aether in Hookshot Cave. Und damit wird Yagamoth hier direkt einmal nach Turtle Rock reingehen. Und das ist wirklich richtig schlecht für Aster. Es sei denn, er herbert jetzt Hookshot Cave und ich gehe erstmal nicht davon aus. Aber ich meine, wir waren eigentlich schon an dem Punkt, wo es eigentlich mehr oder weniger klar war, dass was ein Hookshot Cave war. Und Esther hat halt den Hookshot nicht mit auf den Berg genommen. So, insgesamt, ja, die Gesamtheit der Entscheidungen auf Esthers Seite einfach zu unglücklich gewesen. Und Yagamoth schon mit zwei Turtle Rock Small Keys, das macht das Ganze hier auch viel verständlicher. Yagamoth kann bis zur Laser Bridge kommen, er muss aber noch einen weiteren Small Key für Turtle Rock hier finden. Dann wäre Yagamoth im Go-Mode. Er hat 10 Truhen plus Mimic Cave dafür Platz. Ein Small Key in der Lava Chest würde ihm nicht helfen, denn dafür müsste er einen Small Key ausgeben. Das heißt, die Truhe ist für Yagamoth gestorben. Die wird er nicht mehr aufmachen. Oh, und Aster, es sieht sehr danach aus, als ob er seine gerade gefundenen Flippers direkt Richtung Swamp Palace trägt, ohne den Hookshot gefunden zu haben. Das muss nicht zwingend schlimm sein. Dazu müssten jetzt entweder in der Lava Chest oder in einem Swamp insgesamt zwei Turtle Rock Small Keys sein, unsere beiden verbleibenden. Einer davon müsste für Aster jetzt hier erreichbar sein ohne Hookshot. Weil wenn Aster seinen dritten TR Small Key hier findet und dann den Hookshot, dann wird er nicht nochmal nach Swamp reingehen, sondern dann wird er auf den Berg gehen, hoffen, dass Aether dort oben ist und dann Turtle Rock in einem Rutsch durchgehen kann. Oh, und direkt die erste Kiste ist der Turtle Rock Small Key, den Aster benötigen würde. Er geht jetzt allerdings weiter. Ja, er sucht eben das Aether. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Und da ist der zweite Turtle Rock Small Key. Das heißt, Yagamoth, was er gerade hier macht, wird ihn nicht dazu führen, dass er Turtle Rock spielen kann. Er wird sein Portal aufgeben müssen und nochmal durch Turtle Rock. Aber mit allen schon geöffneten Truhen ist das definitiv wesentlich kürzer als das, was Aster dann in Turtle Rock spielen muss. Wobei, gar nicht wahr, es ist Key Sanity. Aster hat alle Turtle Rock Small Keys. Er braucht keine Truhen mehr in Turtle Rock aufmachen. Eieiei. Das könnte nochmal interessant werden. Die Frage ist, Aster wird wahrscheinlich zu Left Side Swamp committen. Yagamoth kann direkt nach der ersten Kiste in Swamp rausgehen. Aber dieser Seed hier ist auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Stück enger geworden. Ich könnte nicht mit Gewissheit sagen, wer gerade wie weit vorne ist. Ich denke, Yagamoth ist hier immer noch in einer guten Position, aber ja, erster committed für Left Side. Es sind noch mal 2 Minuten, der investiert. In der Zeit wird Yagamoth unten an der Laser Bridge ankommen.
Und während Yagamoth dann nochmal nach Swamp rein muss, müsste Aster eben kurz zu Hobo den Hookshot holen. Dann wird beide mindestens zeitgleich, wenn nicht sogar Yagamoth, mit einem kleinen Vorsprung wieder den Berg hoch. Ja, und wir sehen jetzt hier einfach doch schon den Zeitunterschied. Yagamoth ist gleich mit Laserbridge durch. Aster ist noch nicht mal bei der ersten Kiste auf Left Side Swamp angekommen. Yagamoth sieht einen Small Key, aber es ist der falsche. Es ist nur Dave und Meyer. Und kriegt jetzt die Nachricht: hey, Blue Mail, aber Turtle Rock kann ich nicht beenden. Swamp hat beide Turtle Rock Small Keys. Oder den Meyer Big Key, der zu einem Turtle Rock Small Key führt. Ja, und Yagamoth geht erst die Schaufel checken, die er irgendwo noch her hat und nicht gecheckt. Das gibt erst da wertvolle Sekunden, der hier nur einen Skullwoods Small Key findet. Und ja, Back-to-Back Rüstung. Jaga befindet Blue Mail und im nächsten Check direkt die Red Mail. Oh, und Jaga geht ins Agar-Portal. Was hat Yagamoth hier noch nicht gemacht, das er gerade machen möchte? Oh, war Jaga nie an Darkcross? Oh, stimmt. Erster spiegelt aus Swamp raus. Wo will er hin? 8 wäre das Beste. Das ist die 1. Oh no, Aster. Das Hera Basement für Aster. Nee, es ist nicht Hera Basement. Möchte Aster hier tatsächlich Hookshot Cave versuchen zu hovern? Ich weiß nicht, ob er die erste Kiste schon gemacht hat. Müsste er eigentlich, aber vielleicht nicht. Weiß auch nicht, ob Aster weiß, welches Medaillon es für Turtle Rock ist. Vielleicht weiß er das auch nicht und glaubt, es ist Quake. Oder es könnte Quake sein, möchte das wissen. Oh, das zweite Mal, dass er sich deadrockt. Ach, oh Gott. Eine unglückliche Entscheidung bei Aster nach der anderen gerade. Und dann auch noch zweimal sowas. Und Yagamoth ist jetzt auf der richtigen Fährte. Ist nur noch Sekunden davon entfernt, sein Gomo zu finden. Und Aster kriegt spätestens jetzt die schlechte Nachricht. Turtle Rock, hier geht so nicht. Ja, und okay. Aster wird uns jetzt zeigen, kann er heute hovern? Er muss es, damit er hier noch eine Chance haben. Zwischen aufwärmen. Na, erster Versuch war nicht gut. Das Ether ist direkt in der ersten Kiste für Aster nach dem Havern. Das ist hier auch das Wichtige. Das heißt, wenn er jetzt hier noch in ein oder zwei Tries den Haver hinbekommt, dann haben wir hier ein Race. Ansonsten ist Yagamoth hier tatsächlich in Führung. Und es läuft nicht richtig bei Aster gerade. Die Ansätze sind da, er kommt so ein bisschen in den Abgrund. Aber bei Weitem nicht weit genug.
Ja, aber es will Esther nicht gelingen und jetzt gibt er auf und Yagamoth zieht im direkten Weg an ihm vorbei. Ja, nee, Esther will nur die Fee. Ich das nochmal probieren. Aber das Problem ist trotzdem, wir sehen es auf Yagamoths Seite schon, er ist bereits in Turtle Rock wieder unterwegs. Ja, da war der erste Ansatz für Esther. Also ungefähr die Hälfte der Strecke gemacht, die er brauchte. Aber nee, es will heute halt einfach nicht gelingen. Yagamoth fertig mit Turtle Rock. Hat GBT betreten auf der Suche nach dem Gens Tower Big Key. Thank you.
Und da ist der Big Key für Yagamoth auf der rechten Seite. Auf Check Nummer 6. Hat noch einen Smoky über, braucht also keinen extra Smoky einsammeln. Und jetzt kommt wieder die Fee, die Esther aus dem Weg geht. Das hatten wir heute schon mal auf dem Berg. Und Esther geht auch gar nicht mehr den Hookshot suchen. Sieht jetzt hier danach aus, dass er darauf wartet, dass Yagamoth finisht und währenddessen halt Hover-Training unter Wettkampfbedingungen durchführt. Ja. Esther ist sich absolut bewusst, dass er diesen Seed nicht sauber getroffen hat. Dass Yagamoth selbst, wenn er ihn ähnlich schlecht gespielt hat, mindestens genauso weit war wie Esther, bevor er das Hovern angefangen hat. Ja, geht jetzt noch ihrer Basement checken. Aber Esther ist sich absolut bewusst mit seiner Erfahrung, dass wenn Yagamoth den Hookshot früh auf Hobo mitgenommen hat, selbst wenn er alles andere last located hat, dann ist das sowieso alles vorbei. Und klar, man soll einen Race nie aufgeben, bevor der Gegner beendet hat. Es kann ja immer noch sein, dass die Leute gerne besiegen und sich dann vor voller Vorfreude in den Abgrund stürzen. Grüße gehen raus an Teto. Einmal in die falsche Richtung geschossen für Jäger, hat aber noch genug Magie, dass das Ganze klappt. Braucht jetzt hier einen Key vom Mini-Helmer. Kann man auch noch mit Truhe checken. Vielleicht liegen hier Silvers drin. Nimmt auch hier jetzt noch die restlichen zwei Truhen mit, so wie es aussieht. Wir haben ja dann noch eine Menge gesehen. Aber Muldaum 2 sagt sich, ne, Jagger, so aggressiv bitte nicht, da darfst du einmal eine Ehrenrunde drehen. Und Esther mit Versuch Nummer 2. Beziehungsweise 3 dann schon in Hookshot Cave. Keine Silver für Yagamoth. Agar 2 besiegt. Und da hat Esther doch noch sein Ether in den Händen. Ja, und fragt sich, warum nicht beim ersten Mal so?
Eier doch so leicht. Kann doch jeder. Aber okay. Hat's hinbekommen. Hat jetzt den Ether. Kann nochmal nach Turtle Rock rein, aber Yagamoth bereits bei Ganon angekommen. Mit Buttersword. 6 Hits. Slashes oder Pokes. Dash Pokes. Für die ersten beiden Phasen jeweils. Phase 3. 4 Treffer. Nach jedem Treffer. Eine Reihe an Kacheln am Rand fällt runter. Und dann sind es 12 Spins zum Sieg. Während die Silvers heute in GT gewesen wären, aber vermutlich irgendwo auf der linken Seite. Yagamoth ist ja eben nur mal kurz rechts durchgegangen, hat 6 Truhen aufgemacht. Er hat sich den Torch Glitch geholt, hat Half Magic. Kommt jetzt hier in den Rhythmus für die Triples. Ah, der war ein bisschen früh. Wird gern gestunt. Passt jetzt hier ganz knapp den Spin. Aber sollte nicht mehr viel sein. Da explodiert Ganon. Yagamoth hebt das Schwert. Wartet die Fanfare ab, sodass die letzte Brücke erscheint, die er überqueren muss, und damit beendet Yagamoth dieses Race als erster mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde 43 Minuten und 21 Sekunden. GG. Ja, der Triforce-Text besagte schon, Belief in Pot. Hatten wir heute nicht viel Wahl. Da mussten wir hingehen. Denn die Handschuhe haben uns zu den Boots geführt, die uns zu den zweiten Handschuhen geführt haben. Ja, GG an Yagamoth geht hier mit 1-0 in Führung. Definitiv eine gute Ausgangsposition für diese Best-of-3-Serie gegen Aster. Das zweite Spiel ist bereits angesetzt. Wenn ich richtig im Kopf habe, war es morgen um 18.10 Uhr, selbe Zeit. Es sieht danach aus. Ja. Und wenn auch dort sich Yagamoth durchsetzen könnte, dann wäre er in den Top 32 in dem Main Tournament dieses Jahr. Aber was für ein Seed war das? Ach. Dann sieht man früh den Bogen auf Lumberjack. Ja, dann werden die Befürchtungen dann doch sehr schnell bestätigt. Pot mit dem Handschuh. Dann die Boots direkt hinterher, dass man sich den Bogen abholen konnte. Zweiter Handschuh in Desert of the Torch, wo Yagamoth sich auch sein Master Sword schon früh abgeholt hatte. Ja, und dann der Kane
auf Somaria in Maya, der Fire Rod in Skullwoods. Ja, man muss durchgehend mit den besseren Entscheidungen, findet die Items in der richtigen Reihenfolge, kann das Ganze effizientieren. Nimmt Hobo mit, wo der Hookshot war. Den er ist da ultimativ. Umkurft hat. Am Ende hat er ihn nicht gebraucht bis hierhin. Das Ether in Hookshot Cave für Turtle Rock war dennoch der entscheidende Knackpunkt. Er ist dann nicht in der Lage, den Hover beim ersten Mal oder mit nur sehr wenigen Versuchen durchzubringen in Hookshot Cave. Hat zu lange gebraucht. Damit der funktioniert hatte. Währenddessen ist Yagamoth einfach schon vorbeigezogen. Ja, ansonsten kann man auch nicht wirklich viel mehr dazu sagen. Yagamoth hat das Ganze sauber gespielt. Und wenn du gut spielst und die glücklicheren Entscheidungen auf deiner Seite hast, dann wirst du meistens auch gewinnen. Erster geht noch für die komplette Galerie. Übt noch ein bisschen Mimik-Klippen. Also auch da muss man definitiv sagen, Erster hat absolut gezeigt, warum er hier in den Brackets ist. Guter Mimik-Clips. Sauber gespielt, einfach schlicht die. Das Pech gehabt. Mit seinen Entscheidungen. Dann hatte er den richtigen Riecher, wie er vielleicht nochmal zurückkäme. Sagen, ja, vielleicht ist es Hookshot Cave und ich kann hovern. Aber dem war nicht der Fall. Esther jetzt noch eine letzte Aufgabe. Ein Hover ist ihm gelungen, er braucht aber noch einen zweiten, damit er diesen Seed beenden kann. Dieser Hover ist theoretisch der einfachere von beiden, da er nicht ganz so viel Wegstrecke benötigt. Aber es ist natürlich da so ein nerviger Muldorm, der da die ganze Zeit rumschwirrt. Und wenn du bei dem Hover fällst, ist dein Weg zurück etwas weiter. Das heißt, jeder fehlgeschlagene Versuch kostet definitiv einiges mehr Zeit.
Ja, und da steht es jetzt an für erst. Da räumt sich erstmal Moldum aus dem Weg. Uff, und hatte direkt beim ersten Versuch schon die Hälfte geschafft. Der Versuch ging daneben. Ja, ansonsten, während Esther hier sich noch am Hover versucht, kann man ja schon mal einen Ausblick geben auf noch ausstehende Spiele. Wer heute noch nicht genug Rando gesehen hat und weitere Spiele mit deutschsprachiger Beteiligung sucht, kriegt nochmal so ein Spiel kurz vor Mitternacht zu sehen. Schulzer um 23.40 Uhr gegen Chloe Prower in Spiel 1. Davor, wer nicht unbedingt deutschsprachige Beteiligung braucht, sondern nur mehr Rando sehen möchte, in 5 Minuten wird es ein Spiel auf ALTTP Randomizer geben. Humbug gegen Willard J. Bradley werden gegeneinander spielen. Ansonsten im Hinblick auf deutschsprachige Beteiligung an Spielen geht's nach dem Schulzer-Spiel heute dann morgen weiter mit einer ganzen Menge Leute. Splibby gegen Ralentank hier, Spiel 3, 16.10 Uhr. Parallel dazu beginnt ein Doubleheader von Shiva Hayes, unserem guten Manu, gegen Vortex of Doom, der auch zumindest ein bisschen Deutsch versteht und gerne mal den einen oder anderen deutschen Restream verfolgt. Dort Spiel 1 ebenfalls um 16.10 Uhr, Spiel 2 im Anschluss irgendwann um 18.10 Uhr rum. Paar Minuten früher oder später, je nachdem, wie viel oder wie lange der erste Set braucht und wie viel Pause die beiden Runner vielleicht haben wollen. Außerdem, wie schon erwähnt, Spiel 2 zwischen Jagermoth und Esther um 18.10 Uhr ebenfalls morgen. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es auch morgen wieder einen Rando kurz vor Mitternacht. MacBunky wird sich dann dort mit Eriror zum zweiten Mal messen. Ja, wem das noch nicht genug ist am morgigen Tag und der dann vielleicht noch gerne die Nacht mit Rando durchmachen möchte, um 1.40 Uhr, Freitagmorgen, Donnerstag auf Freitagnacht, Ravis gegen Chimo sind ebenfalls im Einsatz. Das heißt, ordentliche Packung Rando morgen. Falls das jemand verfolgen möchte.
Und da hat Esther auch den zweiten Hover dieses Seeds erfolgreich hinter sich gebracht. Hat wieder einige Anläufe gebraucht, aber es ist ihm schlussendlich gelungen. Er hat bewiesen, dass er es kann. Das ist zumindest fürs persönliche Gefühl wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Aga 2 besiegt für Esther. Und dann haben wir auch noch unseren Sieger dann hier für ein kurzes Interview bekommen können. Ja, GG, Agamoth. GG, guten Abend. Ja, war ein interessantes Seed. Ging ja schon recht gut los. Direkt erstmal den Bogen auf Lumberjack gesehen und das ist bestimmt kein gutes Gefühl, in so einem Key Sanity zu starten. Ja, ich sag so, da die zwei kleinen Keys von Aga Tower dort drin sind, dachte ich, das ist nicht so schlimm, weil vielleicht finde ich einen anderen Bogen, das ja nicht die Hard Mode sozusagen ist, aber vielleicht finde ich auch aus, dass ich irgendwann den Bogen brauche und entsprechend hatte ich eigentlich auf die Schuhe warten wollen, bevor ich dort hochgehe, aber naja, das war halt ein arges Seed so oder so. Ja, absolut. Dann den Handschuh in Pots für die Boots in Back of Escape und da. Hattest du dann auch schon den kleinen Informationsvorteil? Du hattest den Trip nach Desert gemacht, bevor du zu Aga gegangen bist. Esther ist direkt Aga machen gegangen aus Hyrule Castle. Dementsprechend du mit dem Schwertvorteil und dem Wissen, dass die Mits dann in Desert schlussendlich auf dich gewartet haben. Aber ja, mit nicht viel anderen Optionen war Esther dann natürlich auch sehr schnell da wieder dran und ja. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr es ja auf der englischen Seite schon gut durchgesprochen, aber im Prinzip, du hast sehr viele gute Entscheidungen getroffen, mit denen, ja, nicht nur die Vanilla oder French Vanilla Handschuhe in Desert, sondern der Kane in Meyer und der Fire Rod in Skull Woods, das sind Placements, ja. Ich sag so, für Key Sanity, Mr. Meyer, kann man gerne mal reinspringen. Denke ich, ist ganz normal. Aber Skullwoods, Aster war ein bisschen unglücklich, als er da quasi safe and quitten musste. Ja, es war auf jeden Fall immer so ein bisschen so, ne, gerade auch für Key-Senti-Modi, klar, Meyer und Skullwoods haben viel mehr Items, also es ist auch absolut vertretbar, da früh reinzugehen, macht auch Sinn und ich meine, so früh, wie wir mal ja Zugang hatten und
Ja, dann auch mit Aster, der ja zwei Small Keys für Maya schon gefunden hatten. Man braucht ja drei logisch für die Firelock-Seite, aber wenn du schon zwei hast, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der dritte weit weg ist. Also 6 Items in Maya, klar. Sollte man wahrscheinlich sogar recht früh mitnehmen. Und Ja. Jedes Mal, sage ich mal so, auch wenn es quasi nicht gesendet ist, zurück zu Maya ist generell ziemlich schnell und vor allem in Nicht-Key-Sanity-Seeds braucht man generell noch einen großen Schlüssel, falls das ein Kristall ist. Entsprechend denke ich, dass da gehe ich gerne mal früh rein, sage ich mal so, auch ohne Exomaria. Definitiv ein Weg, wie man darauf schauen kann. Ja, dann gegen Ende, großer Entscheidungspunkt hier war dann letztendlich der Hookshot, den Aster nicht mehr mitgenommen hatte auf Hobo. Er ist da früh mit dem Fake-Flipper mit dem Geld zur Suche gegangen, dadurch Hobo so ein bisschen isoliert und ist dann am Ende dafür gegangen zu hovern, was einfach nicht schnell genug funktioniert hatte. Aber es wäre nochmal knapp geworden, oder es ist am Ende nochmal knapp geworden, nachdem du eigentlich eigentlich relativ lange durch die effizienteren Entscheidungen ein gutes Stück vorne warst, aber ja. Die zwei Turtrock Small Keys, beide in Swamp. Während du dann halt nach TA gehst. Das hätte es nochmal spannend machen können. Wie war es da so für dich, da so durch TA durchzugehen und dann immer zu hoffen und doch nichts zu finden? Ich sag so, ich hatte keine Ahnung, wo die anderen zwei kleinen Schlüssel sind. Entsprechend könnten sie irgendwo sein. Aber was auch in meinem Kopf so war, wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass mein Gegner die zwei kleinen Schlüssel auch nicht hätte. Das erste Mal, wo sie auf Turtle Rock oben sind. Entsprechend dachte ich, ein Double Dip ist nicht unwahrscheinlich. So entsprechend dachte ich, kann sein, dass ich Zeit hier verliere, kann sein, dass ich nicht verliere, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich im ganzen Seed überhaupt keine Ahnung, ob ich irgendwie vorne oder da hinten war, keine Ahnung. Ist halt einfach seltsam. Ja, das kann man, glaube ich, über den Seed sagen. Er war seltsam. Ja, aber letztendlich muss man sagen, du hast gut gespielt, überwiegend sehr effizient geklärt. Ja, das mit Turtle Rock am Ende war halt unglücklich. Du weißt, oder ich weiß nicht, ob es dir gesagt wurde, aber der letzte Turtle Rock Small Key war halt direkt die zweite Kiste auch in Swamp. Also da. Ah, okay, ich wusste nicht, welche Kiste es war, aber das ist interessant. Also da wäre es halt für Aster, ist eben dadurch, dass er Ether nicht hatte und den Hookshot nicht hatte, konnte er nicht nach TA rein, ist nach Swamp gegangen und findet dort die beiden TA Small Keys direkt. Ist noch komplett auf die Left-Seite gegangen, aber wenn Aster in dem Moment noch zum Hookshot oder noch zu Hobo gegangen wäre, dann hätte er da das Race vielleicht sogar noch gewinnen können. Dann wärt ihr beide sehr gleich auf gewesen, beziehungsweise Aster sogar vorne, weil du dann halt eben noch die Darkcross-Kiste mitgenommen hast und ein, zwei Extra-Checks hattest. Ja, aber für Darkcross, ich hatte vergessen, dass das Portal von Arganin da war. Ich wollte eigentlich alle Lightworld-Checks machen, damit ich das Portal oben auf Turtle Rock behalte, sozusagen. Aber habe ich komplett vergessen. Entsprechend danach war es direkt nach Swamp. Ich hätte vielleicht zuerst auf die Kiste in Thiefstown gegangen und die Hammerpicks. Und dann hätte ich theoretisch quasi in die das Portal mal behalten können. Aber entsprechend ging das halt dann nicht. Ich glaube, da hast du einen Gedankenfehler drin, der vielleicht aber auch gar nicht so ungewöhnlich ist, denn wenn du Agar gemacht hast und in der Dark World stirbst, landest du trotzdem auf der Pyramide. Ja, yep, das hätte ich auch vergessen. Wow. Genau. Okay, yep. Nice. Ja. Nee, da muss man dann halt immer so ein bisschen dran denken. Wenn man Agar tatsächlich machen muss für einen Dark World Access, dann wird es mit dem Portal Save tatsächlich viel schwieriger. Wenn man in der Light World bleiben kann, dann geht's. Aber sobald man in die Dark World muss, dann ist das Ganze mehr oder weniger durch. Ja. Das hatte ich komplett vergessen. Interessant. Gut. Letztendlich ist das dann nicht zum Problem geworden. Da war es dann leider so, dass Aster eben sich für den Hover entschieden hat und es schlussendlich auch hinbekommen hat, aber es halt einfach beides mal irgendwie 7-8 Minuten gedauert hat, bis es geklappt hat. Und das
war dann halt nun mal einfach zu viel Zeit dafür. Aber ja, das bedeutet für dich 1-0 gegen Aster, der definitiv kein angenehmer Gegner ist. Von daher ist das, denke ich mal, eine gute Ausgangsposition. Morgen Spiel 2. Freust du dich schon drauf? Auch mit dem Ausblick auf die möglichen Modi, die drankommen? Ich weiß ja nicht, du hast da einen besseren Überblick als ich. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mehr oder weniger wahrscheinlich ist, aber könnte interessant werden. Ja gut, also was wir wissen, es wird auf jeden Fall nicht nochmal Key Sanity werden. Das ist der Modus, der komplett unmöglich ist. Da ihr es beide als letzten Seed hattet, werden sämtliche Karten dafür rausgenommen. Ich sag so, Inverted Key Sanity. Ja, kann definitiv drankommen und ja, wird dann interessant zu sehen sein, wie das vonstatten geht. Es wäre natürlich auch mit aktiver Flöte direkt zum Start, es gibt gleich mal ein paar mehr Optionen. Ja, und das gibt ganz komische Logik, wo man mit dem Mirror hinten dran in Hookshot Cave rein kann, ja. Ohne Handschuhe. Das ist ganz interessant. Wäre auf jeden Fall ein durchaus interessanter Modus, der dran kommen könnte. Aber ja, dann denke ich, möchte ich dich hier auch nicht weiter und nicht länger aufhalten. Darf schön in den Abend gehen, genießen. Ja, nochmal danke, dass du hier kurz für ein Interview vorbeigekommen bist. GGs. Und ja, wenn du noch irgendwie abschließende Worte hast, ist das deine Gelegenheit. Danke. Ja, GG und danke fürs Kommentieren, Tracken, Restream. Ist ganz nett und ich wünsche allen einen schönen Abend. Dann kann ich mich dem nur anschließen. Ich habe schon auf sämtliche Spiele für heute und morgen verwiesen. Nochmal Spiel 2 morgen, Yagamoth gegen Aster, für 18 Uhr angesetzt. Wer da Yagamoths Weg durch das Turnier weiterverfolgen möchte, sollte sich das merken. Ja, ansonsten wünsche ich an dieser Stelle noch einen schönen Mittwochabend. Und ja, bis zum nächsten Mal.